kannst bestätigen, wenn du willst. Du kannst auch draußen bleiben. Wir wollen keine Lecker. So, sehr schön. Muss man echt aufpassen. Die kommen immer sofort wieder. Okay. Mit dem Team sollten wir keine Probleme haben. Außer Zebra. Der nervt immer noch. Aber Yusuke ist eigentlich relativ normal. Der kann ein bisschen spammen und so. Aber der CPU kriegt das nicht richtig hin. Ein menschlicher Gegner mit Yusuke wäre wahrscheinlich viel schlimmer. Laber ich jetzt einfach mal. Keine Ahnung. Sie... Dead on timing, würde ich da mal sagen. Ah, was zur Hölle? Hat er mich gerade angehaucht? Und ich habe schon die Hälfte an HP verloren? Bevor ich irgendwas gemacht habe? Au. Okay, Kamehameha. Machen wir hier mal eine Blackbox. So, du darfst ruhig mal den hier. Wie sieht's da aus? Dich kriege ich nicht gebindet. Come on. Kannst dich nicht ewig verstecken hier. So. Sehr schön. Ein bisschen mehr Damage gemacht. Au. Oh, ich Zebra hasse. Und seine unfairen Attacken. Aber Eisen ist auch nicht arg viel besser, wenn man es genau nimmt. Sie. Zumindest die übliche Taktik klappt damit noch ganz gut. Außer ich werde hier von irgendwas Zufälligem getroffen. Yusuke ist mir gerade voll in den Rücken gefallen. Aber okay. Au. Ah. Und damit bin ich down. Shit. Gengidama. Sehr schön. Es müsste eigentlich eine riese Aufladezeit haben oder sowas. Und, wie sieht's aus? Bam. Yeah, einen haben wir down. Dann noch Yusuke. Eisen, du darfst auch mal noch dein Ulti machen. Einfach nur, weil ich gerade in der Nähe des Gegners bin und das eigentlich... das reicht nicht von der Reichweite, richtig? Shit. Doch, hat perfekt gereicht. Komm her. Aua. Aua. Fall mir den nicht in den Rücken. Okay, jetzt machen die natürlich sofort Victory Burst. Ja, klar. Sofort, nachdem wir hier fertig sind. Ich muss eigentlich nur kurz... Come on. Das reicht nicht? Ja, das reicht nicht. Ja. Eine Wall. Das wird dir nicht helfen. Wow, okay, das braucht aber eine extrem lange Zeit. Das ist perfekt für ihn. Er wäre sowieso tot, aber er stirbt nicht, bevor sein Ulti nicht weg ist. Das ist doof. Okay. Einen noch. Come on, das schaffen wir. Leider kann ich meine Attacken nicht aufladen. What? What? Das macht mal zu viel Damage. Sowas von zu viel Damage. What the heck? Hilfe. So. Okay. Das war auf jeden Fall daneben. Aber ein bisschen Binding-Schutz geht auf jeden Fall. Kommt mal ein bisschen drauf. Come on. Wir müssen nicht mehr arg viel schaffen, um ihn zu besiegen, aber ich befürchte trotzdem... Oh Gott, Eisen ist so langsam beim Ausweichen. Oh Gott, ich werde gleich sterben. Jupp, ich werde sterben. Und du hast auch nicht mehr so viel. Nicht gut. Nicht gut. So, ja, das hat ausgereicht. Shit. So knapp. So knapp. Iuiuiui. Aber irgendwie, CPUs werden immer schwerer. What the fuck? Hinten geblieben? Du hattest ja auch wenig HP.
Ich muss da mehr hinten bleiben. Ja, Kami-Spam. Mit Eisen geht das leider nicht so einfach, weil aus der Ferne kann man die Attacken relativ gut ausweichen. Beziehungsweise, wenn wir beide hinten bleiben, dann geht's halt gar nicht, weil Zebra sucht sich jemanden. Da brauchst du nicht drauf zu warten. Ja, richtig. Nochmal gegen CPU hier. Ein Final Flash. Okay, dann nimm mal deinen Vegeta. Ich nehme nochmal Eisen, irgendwie. Irgendwie habe ich diesmal wieder ein paar neue Sachen über ihn gelernt. Diesmal leider negative Sachen. Zum Beispiel, dass sein Ausweichen völlig nutzlos ist. Der kommt immer noch zu uns rein? What the fuck? Okay. Nein. The Cloud. Nein. Sorry. Okay. Aber auf jeden Fall scheint das J-Customization-Dings da, wenn man das anmacht, kommen auf jeden Fall sehr viel mehr Gegner. Mein letztes Mal sind wir ja schon ewig gewartet und kam nie irgendeiner rein. Und wenn, dann nur mit ganz schlechter Verbindung. Diesmal ging es ja eigentlich gut. Jetzt komm, einen Sieg brauchen wir hier noch. Sollte nicht so schwer sein, aber irgendwie... Wir werden sehen. Komm an. Au. Ah, natürlich. Slave. Au. Au. Boa bekämpft mich hier schon von da hinten. So. Gegner weichen da tatsächlich aus. So. Oh Gott. Ich kann aber auf jeden Fall nicht ausweichen mit Eisen. Das funktioniert nicht. Ich werde mal ein bisschen hier aufladen. So, ein bisschen binden. Aber wenn das in der Luft ist. Und ich warten muss, bis sie wieder auf dem Boden ist. So. Aber Eisen macht auch nicht derbe viel Schaden. Ja. Was habe ich gerade gesagt? Nicht versuchen, überhaupt auszuweichen. Das wird nichts bringen. Au. Okay, Binding. Binding. Sehr schön. Und schön beide hier kaputt machen. Mach deinen Final Flash, Kira. Your time to shine. Und ich hoffe, er trifft. Bitte. Bam. Jo, das hat getroffen. Achso, jetzt bin ich auch noch drin. Ich wollte ihn gerade angreifen, aber so leicht funktioniert das ja leider nicht. So, dann mache ich den mal noch futsch. Das sollte auf jeden Fall reichen. Ich stehe direkt neben ihm. Ja. Keine Chance. Triff uns ruhig beide, ist ja gut. Und zieh uns die Hälfte mit einer Combo ab. Wie geht das andere Nummer? Ach, das war das hier, genau. Das war die Barriere. Come on. Ich nehme dich mal kurz hier von der anderen Seite. Das klingt immer so falsch, aber in dem Fall verzeih mir. Boah, du musst sterben. Irgendeiner von euch beiden muss sterben. Ist das hier gerade ein Wirrwarr? Aber wir haben es geschafft. Okay. Bam. Einfach nur Bam. Wuhu. Da hast du deinen feinen Flash bekommen. Da hast du deinen Sieg bekommen. Das war mal wieder okay, das Match. Gut, um nicht gerade zu sagen. Doch, sollten ungefähr 25 Minuten Erfolgen ergeben. Vielleicht eine 23, eine 25 oder sowas, aber ja, ungefähr. Passt. Dann würde ich sagen,
Noch einmal. Okay. Kera kann heute nicht aufhören. Gut, dann nochmal. Dann nochmal. Von mir aus. Ich spiele so lange, wie du Lust hast. Du hast gesagt, nur 2 Episoden. Aber wenn du länger spielen willst, ich bin dabei. Keine Frage. Wen nehme ich denn dann? Nehmen wir wieder Gordon. Mal wieder Gon-Killua-Kombo, die ich auch noch trainieren möchte eigentlich, weil die ziemlich cool ist, rein thematisch. Gott, die aktuelle Anime-Folge von Hunter x Hunter, die war ja echt übel. Das war mal wieder richtig so eine Folge, wo man sich einfach nur gedacht hat, what the fuck is happening? Aber ich möchte hier nicht spoilern. Gibt sicherlich einige Zuschauer, die es noch nicht gesehen haben und deswegen... Damn. Geht das nicht, wollte ich sagen. Irgendwie sowas. Okay. Wie sieht's aus? Ach, dieses scheiß Vorkleiding. Ich wollte eigentlich nur mein Set zu aktivieren. Okay, von mir aus. Okay. Sehr schön, bricht die Wand durch. Und... Ach, verdammt. Okay. Okay. Was tust du da? So richtig leicht down. Wieso krieg ich gerade das Chunker nicht hin? Au, au. Ach, shit, das war das Verzögerte. Au, au. Verdammt nervige Attacke. Vielleicht nicht unbedingt stark. Sorry, Knife hilft bei mir nicht. Okay. Weiter aufladen, weiter aufladen. Ausweichen. Angriff. Sehr nice, sehr nice. So soll's laufen. Bam. Und erstmal dein Ulti. Ah, verdammt. Das war eins zu früh aufgehört abzuwehren. Aua. Nervige Superattacke ist nervig. Okay. Ich krieg's nicht aufgeladen. Mano. Oh, down. Nicht gut. Mach ihn fertig, Kiera. Dann mach ich ihn halt fertig. Schön hinterhältig. Und ich aktiviere erstmal alles. Okay. Die verschiedenen Verstärkungsfähigkeiten, die Gon kann. Wieso kriege ich gerade keinen meiner Superattacke hin? Oh, shit. Das war ein guter Konter. Aber es wird dir auch nicht helfen. Okay. Okay. Aua. Lass mich mal bitte angreifen. Thank you. Ach so, stimmt. Jetzt weiß ich auch wieder, was falsch dran war vorhin. Ich muss mal wieder meinen Jajanken hier aktivieren. Geht ja gar nicht. Dafür darf ich keine Richtungsflasche drücken. Au, au, au. Und natürlich voll daneben. What the heck? Ich wollte eigentlich jemand anders anvisieren, aber gut, wenn das nicht klappt, dann machen wir halt den hier down. Au. Naja, würde ich gerne machen, wenn mich Toriko da nicht dran hindern würde. Wieso haben wir jetzt eigentlich in jedem Kampf hier jemand von Toriko dabei? Ken. Bam. Ein schönes Jan Ken. Zum Ende. Und das Knife geht schön durch Killua durch. Jupp. So geht das. So können wir auch gewinnen. Bam, 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 bam. Sollen wir nochmal ein Match machen? Wenn wir jetzt noch ein Match machen, dann kann ich drei 20-Minuten-Folgen draus machen. Dim, 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 dim. Jetzt sind wir eh an der Grenze, wo wir auch... Okay, gut, Dankeschön.
Mit Battlen bekommt man alles. Nochmal Gon-Killua-Kombo. Mit der Kombo sind wir, glaube ich, echt am besten. Die arbeiten halt echt gut zusammen. Aber wenn es jetzt keine so direkten Kombo-Moves gibt, das wäre natürlich übelst cool. Aber es gibt es in der Serie ja auch nicht. Leider. Na gut. Schon wieder eine Stunde dann am Aufnehmen. So schnell werden aus schnell zwei Folgen aufnehmen. Eine dritte Folge. Super. Okay. Ah, Hilfe. Konnte nicht schnell genug abwehren. Hilfe. Aber es macht jetzt auch nicht so viel Damage. Ah, was hat mich jetzt getroffen? Hilfe. Okay. Dann erstmal hier. Ach, das war Bobobo. Das hier auch noch aktivieren. Sorry, dein Hanake-Bazooka kannst du mal getrost daheim lassen. Wieso deaktiviere ich sie mal wieder? Oh Gott! Der Fuck! Okay, das musst du dir nachher im Video, später im Video anschauen. In ein paar Tagen. Das sah gerade cool aus. Luffy Support auf mir drauf, während mich die Hanage, irgendwas. Diese komische Nasenattacke, die einen so komplett rumwirbelt. Nach oben, nach unten schleudert. Hat dazu geführt, dass Luffy auch nach oben, nach unten geht. Sorry, Hanage Bazooka wird bei mir nicht helfen. Ach, das habe ich auch schön abgewehrt. Oh Gott, das kann ich nicht abwehren. Au. Okay, erstmal hier kurz aufladen. Sehr schön, sehr schön. Okay. Ja, oh, so viel Luffy. Echt? Kriegt mich jedes Mal, wenn ich schön meinen Ansturm plane. Eins, zwei. Ach shit, ja, genau jetzt natürlich. Oh, Ken, ja, auf damit. Oh, der ist schon down, okay. Bam, sehr schön. So kann man die beiden ganz gut kombinieren. Das wird dir nicht helfen. Oh shit. Dankeschön, Kira. Bam! Shanken! Aufladen! Und Kenshiro natürlich wieder direkt aus dem Hintergrund. Oh, verdammt. Targetwechsel während man rennt ist keine gute Idee. Au. Okay. Der eine ist auf jeden Fall mal gebindet. Bitte nicht sterben, nicht sterben. Hier, wir schaffen das doch ohne zu sterben. Ja, natürlich. Au, okay, verdammt. So viel zu ohne Sterben schaffen. Nope, nicht ich. Dann werde ich mich mal kurz dir auch helfen. Bam. Halt dir mal einen vom Hals. Ey, auf damit. Nervensäge. Oh, Kenshiro. Das war so ein schöner Angriff. Oh Mann. Okay, gut. Du hast ihn gekriegt. Kiera. Mein Jajanken war schön aufgeladen und ready to go, aber dieser Kenshiro hat sich entschieden, mir in den Rücken zu fallen. Von mir aus. Aber so läuft's doch gut. So läuft's doch perfekt. Aber online kriegt man das halt nicht immer so gut hin. Leider. Leider, leider. Bam, 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 bam. Okay. Ja, in dem Spiel fällt mir immer jemand in den Rücken. Ich hab irgendwie auch die Charaktere, die halt immer diese Aufladeattacken haben. Und dann kann das auch ganz gut. Jupp, am Wochenende. Ist ja erst Donnerstag, stimmt. Dann haben wir schon wieder drei Folgen aufgenommen. Vielleicht werden es tatsächlich nur zwei 30-Minuten-Folgen oder so, weil so langsam haben wir einen Vorrat aufgebaut. Ist gut, aber ja, Vorrat halt.
muss man mal abbauen. Dann würde ich sagen, war's das für heute von uns. Falls es euch gefallen hat, wie immer liken, falls es euch gefallen hat, abonnieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei meinen anderen Let's Plays. Kera, möchtest du auch noch hier Verabschiedung machen? Sehr schön. Ciao. ずいぶんと苦労をかけたな。今回は捕獲じゃねえ、駆除だ。クピッポ。ねえねえ、あんたは何て名前だっけ。クピッポ。メダカちゃんと呼ぶがよい。始めようぜ。一瞬で終わらせてやる。 Damn it! Oh, Kano! Finger, egg, knife! Whoa!